Hallo und herzlich willkommen zu Intergeo TV. Heute wieder zu einem Spezial mit dem Thema Drohnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und die Drohnen sind ein Bereich der Luftfahrt, der sich nicht nur im Moment unter der aktuellen Pandemie rasant weiterentwickelt. Er hat auch ein hohes Potenzial für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und für Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union. Und ja, gerade in der aktuellen Situation sind es natürlich Lösungen wie in der Desinfektion, Transport medizinischer Güter oder Überwachung von Ausgangssperren und Information der Bevölkerung, wo Drohnen in den Medien sind. Aber es geht vor allen Dingen bei der ganzen Diskussion darum, wie stellt man sicher, dass die ferngesteuerten Drohnen auch gefahrlos sich in dem europäischen Luftraum bewegen können und integriert werden. Und da hat die EU Regeln erarbeitet, die von der Bundesregierung eigentlich bis zur Jahresmitte in nationales Recht überführt werden sollten. Darüber spreche ich jetzt mit den Experten der Branche. Ich freue mich ganz herzlich darüber, dass bei mir in der Leitung heute sind Angela Kies. Sie ist Head of Unmanned Aircraft Systems bei der DFS, der Deutschen Flugsicherung GmbH. Und auch ihre Kollegin ist zugeschaltet, die Pressesprecherin bei der DFS, Deutschen Flugsicherung, Ute Otterbein-Buchsbaum. Ganz herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. 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 So, ich habe gerade in der Einführung gesagt, worüber wir reden sollen. Es geht vor allen Dingen auch um die Umsetzung. Es geht darum, dass wir eigentlich ja bis zum Sommer diese einheitlichen EU-Regelungen, wie können sich die Drohnen bewegen in der Luft, schon haben sollten. Das ist jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht so. Wo stehen wir da bei der Umsetzung und was sind da die Herausforderungen? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier in Ihrem spannenden Format zu sprechen. Wo stehen wir bei der Drohnenverordnung der EU? Sie hatten es gesagt, im Sommer letzten Jahres wurden zwei Verordnungen durch die Europäische Kommission erlassen, die zum Mitte dieses Jahres umgesetzt werden sollten, aufgrund der Corona-Situation, in der wir uns gerade befinden, wurde diese Zeit nochmal um 6 Monate verlängert, so dass die Umsetzung in nationales Recht jetzt gefordert wird für den 01.01.2021. Und das gilt damit natürlich auch für Deutschland. Okay. Die verbindliche Umsetzung dieser Verordnung in nationales Recht wird dann auch für Deutschland eine Registrierungspflicht für Drohnenbetreiber fordern. Wir als DFS fordern diese Registrierungspflicht schon seit langer Zeit, seit mehreren Jahren, da eine Registrierung der Betreiber und ihrer Geräte aus unserer Sicht die wichtigste Voraussetzung für die sichere und faire Integration von Drohnen in den Luftverkehr ist. Sie ist nämlich die Voraussetzung dafür, kooperative Verkehrsteilnehmer von unkooperativen zu unterscheiden. Die DFS hat in ihrem Systemhaus, was bei uns in Langen auf dem Campus steht, eine entsprechende Lösung entwickelt und bietet diese dem BMVI zur Umsetzung dieser europäischen Auflage seit geraumer Zeit an. Genauso wichtig sehen wir das Thema geografische Zonen, sogenannte geografische Zonen. Früher hat man in dem Zusammenhang von Geo-Awareness gesprochen, also von der Information für die Drohnenpiloten, wo Flüge möglich sind, entweder oder gar nicht möglich sind oder auch nur in eingeschränkter Form möglich sind. Diese Regulierung dieser sogenannten geografischen Zonen, von der versprechen wir uns eine grundlegende Überarbeitung der heutigen deutschen Drohnenverordnung, nämlich von Artikel 21b, der behandelt den verbotenen Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen und Flugmodellen. Hier sind heute schon für Deutschland Zonen definiert, wo wie gesagt gar nicht oder nur mit Genehmigung und eingeschränkt geflogen werden darf. Allerdings ist die Darlegung in der heutigen Drohnenverordnung sehr, sehr kompliziert für den Anwender, aber auch für die Genehmigungsbehörden. Insofern versprechen wir uns von dieser von der EU geforderten risikobasierten Ausweisung solcher Flugverbots- oder Beschränkungszonen, den Einsatz von Drohnen für alle Beteiligten einfacher zu machen, sowohl für die Drohnenbetreiber als auch für die zuständigen Behörden. Das heißt, da geht es auch vor allen Dingen um eine Erleichterung, ne? Nicht nur die Vereinheitlichung. In Ihren Worten noch mal kurz zusammengefasst, wo sehen Sie die größte Erleichterung?
Wie gesagt, die Prozesse sollten einfacher werden, sie sollten leichter umsetzbar werden und damit auch rechtskonformer umsetzbar werden. Das Ganze fördert natürlich die Sicherheit dann auch beim Einsatz von Drohnen. Insofern ist es für alle Beteiligten ein Gewinn. Mhm. Merken Sie dann auch im Zuge dieser Verhandlungen, Umsetzung, dass da alles auch in Gang kommt inzwischen, so eine größere Akzeptanz hinsichtlich der Drohnen? Auf jeden Fall. Gerade in der letzten Woche wurde ja der Aktionsplan der Bundesregierung zur unbemannten Luftfahrt herausgegeben, beziehungsweise im Kabinett auch verabschiedet. Damit signalisiert auch die Bundesregierung ganz klar, dass sie den Einsatz von unbemannter Luftfahrt fördern möchte und befürwortet. Also es geht ja vor allen Dingen darum, die Drohnen sicher in den Luftraum zu bekommen, besonders auch in den Luftraum über den deutschen Großstädten, über den europäischen Städten. Und welche Ansätze, welche Tools, also technischer Seite oder Apps gibt es da aus Ihrer Sicht, die da echt vielversprechend sind? Oder worauf basieren die und wie arbeiten die? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also da würde ich gerne was dazu sagen. Wir haben als Flugsicherung schon an sich zwei große Aspekte beim Thema Drohnen. Natürlich steht über allem anderen für uns die Sicherheit. Also die Drohnen sollen fair und sicher integriert werden. Jetzt kann aber für uns als Flugsicherung nur ein solches Luftfahrzeug sicher integriert werden, das wir auch sehen. Und das ist eben das Hauptproblem bei den Drohnen. Wir haben es ja üblicherweise mit Flugzeugen zu tun, die sich zeigen, die mittels Radar, betreiben große Radaranlagen in Deutschland, sichtbar sind. Und ein Fluglotse kann nur diejenigen Flugzeuge sicher voneinander staffeln, nennen wir das, also Mindestabstand herstellen, die er auch sieht. Aha. Drohnen sehen wir nicht. Wir haben das mal genannt, das ist der Albtraum jedes Fluglotsen. Das ist ein Problem. Wir sehen aber nicht nur Probleme beim Drohneneinsatz, sondern wir wollen ja auch Lösungen anbieten. Und deswegen haben wir uns Tools, das erklärt meine Kollegin gleich sicher nochmal, auch Tools ausgedacht, mit denen man Drohnen sichtbar machen kann. Das geht ganz schlau über Mobilfunktechnologie. Und die sich dann in Lufträumen, in denen Fluglotsen sie nicht staffeln müssen. Das wird nach wie vor der Großluftfahrt vorbehalten sein. Wir wollen, dass in geeigneten Lufträumen sich Drohnen gegenseitig quasi erkennen, sich selbst separieren, dass es einen gewissen Automatismus erreicht. Aber zusammengefasst eben ist es wichtig, dass wir als Flugsicherung hier und dort, insbesondere in Flughafennähe, die Hand heben müssen und müssen sagen, Vorsicht, das geht nicht. Da geht die Sicherheit vor allem anderen. Aber andererseits eben auch sagen, das ist eine Digitalisierung der Luftfahrt, die Drohne. Und dem stellen wir uns nicht stumpf entgegen. Mhm. Diese Diskussion geht ja auch weiter im Herbst auf der InterAir Solutions als Drohnenplattform, der InterGeo. Es geht um die Digitalisierung, es geht um Geodaten, es geht auch um das Thema, wie die Drohnen eben sicher fliegen können. Auch Sie sind da dabei als Partner. Können Sie noch was dazu erzählen? Ich habe das Stichwort bekommen aus dem Projektteam, dass Dronique als Tochter der Telekom und der Deutschen Flugsicherung als Partner der Flightzone, der InterAerial Solutions, dabei sein wird. Was können Sie uns dazu erzählen oder vielleicht schon anteasern, wie da die Zusammenhänge sind, die Entwicklung, die Überlegungen? Da geht es ja auch um die Technologie, die dahinter steckt. Auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstützen, was meine Kollegin sagt. Sichtbarkeit ist nicht nur im Luftverkehr, sondern in jeder Art von Verkehr die Grundlage für Sicherheit. Und deswegen sprechen wir ja hier im Luftverkehr von einer sogenannten Situational Awareness, sprich einem Lagebild, wo jeder Luftraumteilnehmer nutzbar ist. Wie erzeugen wir das? Ich glaube, dieses Stichwort ist eben noch nicht genannt worden, mit einem Drohnenverkehrsmanagementsystem. Das ist dieses sogenannte UTM. UTM steht für UAS Traffic Management. Mhm. Dieses UTM funktioniert nur dann, wenn das Luftfahrzeug, ob es bemannt ist oder nicht, die Positionsdaten, wo es sich gerade im Luftraum befindet, an das System sendet. Im bodennahen Luftraum, Frau Otterbein hat es eben schon erwähnt, bietet sich die Übertragung mittels Mobilfunk aufgrund verschiedener technischer Herausforderungen hier an. Und die UTM-Lösung, die bei uns entwickelt wurde im Haus, verfügt über eine Vielzahl von hilfreichen Funktionalitäten, von der Registrierung, vom Management der eigenen Fluggeräte bis zur Flugplanung. Es ist integriert ein digitaler Workflow mit den Genehmigungsbehörden, der den Genehmigungsprozess stark vereinbart.
Man kann dort alle relevanten Dokumente hinterlegen, auf die man immer wieder zugreifen kann, zum Beispiel seinen Drohnenführerschein oder seine Haftpflichtversicherungsnachweis. Dieses UTM stellt geografische Zonen mit verschiedenen Layern dar. Das ist ja eben dann auch das Interessante für das Themengebiet der Intergeo, da neue Technologien zu nutzen, um diesen bodennahen Luftraum mit all den Hindernissen, die dort ja sehr dynamisch entstehen, Kräne werden aufgebaut, wieder abgebaut, das wird dort dargestellt. Es bietet ein Lagebild bei der Flugdurchführung dann der Drohnenpiloten mit der Anzeige auch bemannter Luftfahrt, die in diesem relevanten Gebiet unterwegs ist. Und man kann mit diesem Instrument die Flüge im Nachhinein auswerten, weil die gerade in kommerziellen Anwendungen werden Drohnen ja nicht geflogen, weil Drohnenfliegen so viel Spaß macht, sondern weil man es als Werkzeug einsetzen möchte. Man möchte Bilder oder andere Sensordaten generieren, etc. pp. Mit unserer gemeinsamen Tochterfirma Dronic, wir im letzten Jahr mit der Telekom gegründet haben, wird es in naher Zukunft möglich sein, diese Dienstleistung, die ich gerade beschrieben habe, auf Basis dieser DFS-Plattform auf den Markt zu bringen, in Deutschland, aber auch in Europa. Gut, das heißt, die Chancen stehen gut. Das, bisher war ja die Geschäftsentwicklung für Drohnen oft eingeschränkt durch dieses Fliegen beyond der Visual Line of Sight, wie Sie es auch erklärt haben, Frau Otterbein, dass das ja eben ein Problem ist. Wenn man die nicht mehr gesehen hat, war es eben sehr schwer, da die Genehmigung zu bekommen oder für die Sicherheit zu garantieren. Aber das heißt, durch diese Entwicklungen ist da auch Ihre Einschätzung da. Das kann natürlich auch für das Durchstarten dieser Technologie und die Akzeptanz sorgen. Also was ich meinte, war die Sichtbarkeit für die Flugsicherung, dass wir sie auf unseren Radarsystemen nicht sehen. Aber bislang war tatsächlich ja die Vorschriftenlage, dass man als Drohnensteuerer selbst die Drohnen in Sichtweite steuern durfte. Und da war eben das Problem, dass das auch sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Vorsichtige Drohnenpiloten lassen ihre Drohnen nicht zu weit wegfliegen. Andere haben da vielleicht etwas mutiger agiert und das ist dann eben unsicher. Und tatsächlich ermöglicht eben diese Technologie, die Drohne wird ausgestattet im Grunde mit einer Art Chip wie ein Telefon und sie ist dann über Mobilfunknetze sichtbar, beziehungsweise sie sendet selbst ihre Daten und die ermöglicht eben, und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Neuerung, einen sicheren Flugbetrieb von der Drohne auch außerhalb der Sichtweite. Und da hat unsere Tochter ja Tests schon gemacht in den letzten Monaten und ich glaube, der längste Flug war, das müsste meine Kollegin mich korrigieren, ich meine knapp 40 Kilometer. Ist das korrekt? Ja, entlang einer Gaspipeline. Ja, und dann wird das überhaupt erst interessant für Drohnenbetreiber. Die Gaspipelines müssen regelmäßig gecheckt werden, Hochspannungstrassen. Das wissen ihre Kunden besser als wir. Genau. Das sind ja die Flüge, die heute mit Hubschrauber, das ist aufwendig, das ist teuer, das ist laut. Wir von der Flugsicherung bekommen auch viele Fluglärmbeschwerden. Dann wird ja der Einsatz von der Drohne erst interessant, wenn das Fliegen außerhalb von Sichtweite über solche Distanzen möglich gemacht wird. Und wir machen das möglich. Wir sind jetzt schon ein bisschen so in der Begeisterung drin, beziehungsweise Sie, Frau Wuchsweil. Welche Anwendung für Drohnen begeistert Sie? Jetzt nicht nur aus Ihrer Rolle der deutschen Flugsicherung gesprochen, sondern wir alle schauen ja auch Nachrichten. Ich habe kürzlich mal das Beispiel gebracht, ich habe in Singapur einen Roboterhund gesehen, der war noch am Boden, der flog jetzt nicht, aber der war eben auch quasi autonom mit Sensoren ausgestattet und warnt eben dann die Menschen, wenn die irgendwie zu nah beieinander sind und wieder erkennen soll, ob man jetzt ein Paar ist oder ein Haushalt, habe ich noch nicht ganz verstanden, aber der lief da so durch die Gegend und sah sehr futuristisch aus, also wenn der an mir vorbeiläuft, weiß ich nicht, wie die Leute reagieren. Aber es gibt ja gerade für die Drohnen ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Was sind da so Ihre Anwendungen, wo Sie sich wünschen, da möchten Sie mehr davon sehen in unserer Gesellschaft, weil Sie da definitiv Nutzen sehen oder einfach begeistert davon sind? Also gerade die Vielzahl von Anwendungen bei den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die halte ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, für sehr, sehr sinnvoll. Dazu zählen ja nicht nur Polizei und Feuerwehr in all ihrer Mannigfaltigkeit in Deutschland, sondern auch die Rettungskräfte, Technisches Hilfswerk, DLRG, Rotes Kreuz und so weiter und so fort. Hier kann der Einsatz von Drohnen tatsächlich Leben retten. Und insofern sind das aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvolle Einsatzmöglichkeiten, die natürlich dann auch entsprechend für die Akzeptanz in der breiteren Bevölkerung eine große Rolle spielen.
Ich glaube, man muss sich bewusst machen, und wir sagen das auch sehr häufig in der Öffentlichkeit, viele Menschen haben auch Aversionen gegen Drohnen, weil so eine Zeit lang in den Medien der Eindruck erweckt wurde, jetzt kommt bald jede Pizza mit der Drohne, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Das sehen wir natürlich so nicht und das ist auch kein sinnvoller Einsatz. Tatsächlich wesentlich sinnvoller erscheinen Einsätze auch im medizinischen Bereich, um Blutkonserven zu transportieren, um Zellmaterial zu transportieren. Und wir selbst, um an das anzuknüpfen, was meine Kollegin gesagt hat, haben ja mit der DLRG auch schon Feldversuche gemacht zur Personensuche. Also überall da, wo Menschen tatsächlich ganz unmittelbar geholfen werden kann. Und ich glaube, da gibt es auch überhaupt keine gesellschaftliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit, denn das ist ganz klar für uns alle ein riesiger Gewinn. Kann ich nur unterstützen, die Worte, und sehe ich auch so. Und wir sehen es auch auf der Inter-Resolutions der Plattform, wie sich das entwickelt, die Diskussionen, die Märkte, auch die Geschäftsentwicklungen für solche Einsätze und auch die Technologien vorangetrieben werden. Freuen uns da auch sehr drauf, wieder auf den Treffpunkt im Herbst, wo wir sie ja auch wieder sehen werden. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, weil auch das beschäftigt teilweise Themen auf der Inter-Resolutions. Gibt es da so ein Spannungsverhältnis, was Sie wahrnehmen zwischen Hobbyfliegern und jetzt Leuten, die eben kommerzielle Drohnenanwendungen geschäftlich machen? Gibt es da so ein Spannungsverhältnis? Ist da eine Diskussion da oder ist das nur irgendwie aus der Luft gegriffen? Aus meiner Sicht haben alle Luftraumteilnehmer, bemannt in der zivilen Luftfahrt oder auch in dem Freizeitbereich, sie nannten das Hobbyflieger, aber auch die Drohnenbetreiber, alle haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Sonst fliegen sie nicht. Sie möchten in einem sicheren Umfeld fliegen. Und ich glaube, je mehr das Bewusstsein steigt, und da sind wir in den letzten Jahren große Schritte vorangekommen, dass auch eine Drohne ein Luftfahrzeug ist und sich insofern ein Steuerer einer Drohne auch mit dieser Thematik der Sicherheit im Luftraum auseinandersetzen muss. Und dieses Bewusstsein wächst zunehmend. Und gerade im professionellen Einsatz von Drohnen, also sei es jetzt kommerziell oder eher im öffentlichen Bereich, ist dieses Bewusstsein inzwischen sehr, sehr ausgeprägt. Und das unterstützen wir natürlich in jeder Hinsicht. Ja, ich glaube auch, ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten ganz zu Beginn unserer Drohnen-Thematik Kontakt mit einem Drohnenhersteller. Und da ist ein Gespräch entstanden, dass wir zu den Experten sagten, also ihr seid ja jetzt Piloten, ihr seid Luftfahrzeuge. Und die haben gesagt, nein, wir sind Consumer Electronics. Und da haben wir erst mal bemerkt, da prallten quasi zwei Welten aufeinander. Das war auch ein sehr spannender Effekt für uns. Für uns sind Begriffe wie Meteorologie und Luftfahrtkunde und Regeln und Luftrecht, das ist uns selbstverständlich. Aber diese Welt prallte eben auf diese Consumer Electronics Welt. Und tatsächlich glaube ich auch, genau wie meine Kollegin, in den letzten Jahren haben sich diese Welten doch sehr stark angenähert. Und spätestens mit der Vorschrift zu einem Kenntnisnachweis, zu einem Drohnenführerschein, den die ganzen Kommerziellen schon längst haben, ist diese Lücke gefüllt, dieser Graben, der ist längst nicht mehr so da wie damals. Sehr schön. Ja, wir sind am Ende sozusagen unserer Sendezeit, auch wenn es die eigentlich im Internet nicht gibt, bleiben wir trotzdem immer so ein bisschen in der Formatlänge. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass es auch jetzt in der Corona-Zeit möglich ist, über die Distanz die Expertengespräche aufrechtzuerhalten. Ich freue mich total, dass Sie auch hier mitgemacht haben an dem neuen Format und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall im Oktober. Ich hoffe doch sehr. Ich drücke die Daumen. Die Vorzeichen stehen auf jeden Fall prima. Sei es genau von den Teilnehmern, Ausstellern, aber auch den Besuchern, den Themenplattformen. Wir sehen uns auf jeden Fall auf der Flight Zone und hoffen auch die neuen Drohnentechnologien und die ganze Diskussion dort weiter zu erleben. Und ich bedanke mich auch beim Projektteam der Inter-Resolutions, die den Austausch hier möglich gemacht hat mit Ihnen. Und ich bedanke mich bei Ihnen beiden, liebe Frau Otterbein, liebe Frau Kies, bei der Deutschen Flugsicherung und sage Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank, hören Sie. Sehr spannendes Erlebnis. Wiedersehen.